Schau her.
Dreh doch mal schnell. Thank you.
Langwasser Nord. Scharfleiterring. Nächster Halt. Nachwasserbrücke. Umsteigemöglichkeit für den Buslinien.
Thank you.
zurückbleiben. Thank you.
Die Sonderfahrt in Richtung Betriebshof Langwasser, bitte einsteigen. Auf, in Barbados. Alleine für den ganzen U-Bahn-Betrieb verantwortlich.
Aber mit U2 und U3 wurde dieses Stellwerk quasi nach zum Plarrer verlegt hier. Dieses Stellwerk ist nur noch für den Betriebshof zuständig. Nun fahren wir an der Wagenhalle vorbei. Hier gibt es 16 Arbeitsstände plus Waschstraße plus Lackiererei und diverse kleine Werkstätten. Leider ist eine Besichtigung der Halle nicht vorgesehen. Es geht ja auch um den U-Bahn-Bau als solches. Rechts sehen Sie das deutsche Bundesbahngelände. Hier können U-Bahn-Fahrzeuge über die Gleisanlagen der Bahn zu uns transportiert werden. Unsere letzten U-Bahnen wurden in Wien gebaut und wurden dann eben über die Bahngleise hierher geschafft. In der rechten Hand ist dann der Gleisbauplatz. Unser Gleisbau ist für die ganzen Schienenweichen und dergleichen für das U-Bahn-Netz verantwortlich. Wir fahren jetzt auf das letzte Gleis des Betriebshofes und dann steigt unser Fahrer um und dann fahren wir wieder langsam nach unten. Wir fangen ganz langsam mit dem Ah, hier ist der Sie, das Verwaltungsgebäude hier, sind die Geschäftsbereichsleitung, ein technisches Büro für Entwicklung und Umbauten an Fahrzeugen, die Arbeitsvorbereitung und die Qualitätssicherung. Zurzeit wird die gesamte Halle umgebaut, denn wir kriegen im Jahr 2018 die 4 niedrigen U-Bahn-Züge, die sind also doppelt so lang wie die Fahrzeuge, in denen sie sich jetzt befinden. Und dazu gibt es umfangreiche Umbaumaßnahmen in der Halle, die jetzt Ende des Jahres hoffentlich abgeschlossen sein werden. Unter anderem zählt dazu eine neue Waschanlage, sehr viele Dacharbeitsstände, denn die Heizungen, Lüftungen und Klimageräte befinden sich auf dem Dach an den neuen Fahrzeugen. Ich habe eine Tasche, das ist eine Tasche.
Wir wollen noch Pizza. Ich will bringen mal von der Brücke auf die Langwassergleise. Schade, dass man unser Signal nicht sehen kann. Ich habe uns gedacht, jetzt machen wir zurück die Befehlstaste. Wir haben leider hatten wir nun eine kleine Verzögerung, aber ich hoffe trotzdem war diese kleine Ausflug sehr interessant. Und wir hoffen, dass Sie alle unser kleines Fest in Langwasser Süd oben besuchen. Also da oben eins kurz zu bleiben, dass das wieder auf dem Fall bleibt. Das auf jeden Fall mit seinen Durchsagen. Vorsicht, Zug fällt durch, nicht so genau. Egal. Yeah.
Nein. Vorsicht bitte, der Zug fährt durch. Vorsicht bitte. Wagenfastenlänge von 21 Metern behandelt werden konnten. Zur Durchführung aller Instandhaltungsarbeiten der Betriebs- und Abwerkstatt wurden die Fahrzeugstände mit Mittel- und Seitengruben ausgestattet. Direkt am Zaun gelegen, unser Prüfgleis.
Ah, Sie müssen diesen Ton entschuldigen. Wir haben gerade eine kleine Störung, aber wir werden sie ganz schnell beheben. Ich hoffe, ich komme trotzdem an. Dieses Prüfgleis ist zur Abnahme von U-Bahn-Fahrzeugen gedacht, die bei uns in der Werkstatt waren. Und damit sie für Sie verkehrssicher wieder auf die Strecke kommen, machen wir hier unsere Tests. Seitdem wir die automatischen U-Bahnen haben, wurde das Prüfgleis dementsprechend auch für automatische Fahrten erweitert. Hier können wir alle Tests machen, die nötig sind, um einen sicheren Fahrgastbetrieb zu gewährleisten. Im Moment fahren wir durch die Abstellanlage des Betriebshofs. Insgesamt haben wir hier eine Kapazität von 43 Doppeltriebwagen zum Abstellen. Insgesamt gibt es aber 102 Züge. Der Rest der Züge, der wird auf der Strecke verteilt, abgestellt und wartet dann eben, bis er wieder zum Einsatz kommt. Rechter Hand fahren wir nun an diesem Stellwerk vorbei, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das Stellwerk war früher ausschließlich nur für die Linie U1 zuständig. Mittlerweile ist aber in unserer zentralen Serviceleitstelle am Flerber der ganze Betrieb U-Bahn, Straßenbahn und Bus koordiniert. Dieses Stellwerk wird nur für Rangierarbeiten hier oben im Betriebsgelände gebraucht. Linke Hand sehen Sie nun diese Wagenwerkstatt, die ursprünglich 4 Stellplätze hatte, dann erweitert wurde auf 8 und mittlerweile auf 16 Stellplätze endausgebaut ist. Hier gibt es eine automatische Waschanlage. Die Züge werden einmal im Monat außen und innen gründlich gereinigt und täglich von grobem Schmutz befreit. Rechter Hand sehen Sie jetzt das Bundesbahngelände. Hier werden unsere neuen Züge, die zurzeit in Wien gebaut werden, mit einer Lok von Wien bis hierher direkt auf dem Betriebshof transportiert. Rechter Hand sieht man weiter den Betriebshof vom Gleisbau. Der Gleisbau ist zuständig für die ganzen Gleisanlagen auf dem gesamten U-Bahn-Netz. So, hier sind wir am äußersten Ende des Betriebshofs, weiter geht es nicht und nun fahren wir gemütlich wieder zurück. In Fahrtrichtung rechts sehen Sie auch das Verwaltungsgebäude, das auch mit den letzten Bauabschnitten fertiggestellt wurde. Hier sitzt der Geschäftsbereich von den U-Bahn-Werkstätten und auch von den Straßenbahnwerkstätten. Zusätzlich gibt es da ein technisches Büro innen, eine Qualitätssicherung und eine Arbeitsvorbereitung. Die Halle wird zurzeit umgebaut, denn wir kriegen im Jahr 2018 viergliedrige U-Bahn-Fahrzeuge. Das bedeutet, die U-Bahnen, die ab 2018 dann hier fahren werden in Nürnberg, sind vierteilig und doppelt so lang wie das Fahrzeug, mit dem sie gerade fahren. Zu diesem Zweck müssen wir die ganzen Hallen umbauen, denn die Züge brauchen natürlich die ganze Länge der Halle. Zusätzlich sind auf den Zügen Heizgeräte und Klimaanlagen verbaut. Deswegen gibt es hier auch Dacharbeitsstände dann, um die Wartung vernünftig durchführen zu können. Da bringst du.
Wieder dieses Betriebshofgelände. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für Sie. Leider konnten wir die Hallen nicht öffnen, weil das hätte sehr viel Umbaumaßnahmen bedeutet. Und es ist ja hier auch der 50-jährige U-Bahn-Bau zu betrachten und nicht die U-Bahn-Altstadt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch am heutigen Tag. Also, sie gehen nach Mitte und
Außerdem haben sie das Prospekt vom König, aber mit dem Gepäck. Naja, bis 40 muss ein Satz sein. Muss er wieder zurückfahren. Also steht er da. Alle die Luft abgekriegt. Sind die vorhin dahergefahren, jetzt fahren sie mit mir So, bitte zurücktreten, Türen schließen. Also wenn jetzt, wenn man dann bist du im Gemeinschaftshaus gefahren. Du kannst das ja machen. Das ist der Frischt. Ich bin Tobe, ich ging ja den Samstag mit heim und bin da. Ja, weißt du, wo man wohnt? Oder was sagst du? Ja, das ist auch ein Zahnarzt.